Hallo Leute, ich habe meinen Stift fallen Hi. gelassen. Wow, sehr Perfekter gut. Start für die Aufnahme. Willkommen zurück zu Yo-Kai Watch. Mittlerweile Part 7. Die ersten 6 Parts sind mittlerweile online. Diesmal zur zweiten Aufnahmesession. Diesmal ist nicht mehr Sergen dabei, sondern der gute Pyromanix, der Leon. Findet ihr unten in der Videobeschreibung. Sag mal hallo Leon. Oh lol. Hi, ich bin der Leon und ich bin hier dabei mit Timo. Die Sache ist, die Sergen wäre gerne noch weiter dabei gewesen. Aber, er holt sich das Spiel selber und der will sich halt nicht krass spoilern lassen, kann ich auf jeden Fall verstehen. Und er wird dann wahrscheinlich irgendwann demnächst wieder mit einsteigen, wenn er so weit ist wie ich. Gut, wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben, haben gegen Tristine gekämpft und dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Geht's weiter. Ich habe überlegt, Tristine übrigens ins Team zu holen, weil Tristine ist nämlich ein D-Rang-Yokai. Die anderen sind E-Rang-Yokais und... Mhm. Ja. Und ist halt ziemlich gut. Ja. Ja. Wow, mein Kopf brummt. Was für ein verrückter Traum. Bei mir hängt irgendwie gerade das Zeug. Ernsthaft? Warte, gar nicht so. Ja, das hängt im Skype. Ich weiß nicht, wieso es im Skype hängt. Aber das ist nicht gut, Mann. Das ist nicht gut. Oder Problem mit der Internetverbindung. Warte, ich starte mal ganz kurz. Moment, ich rufe dich nochmal neu an. Sehr gut vorbereitet. Ja, gut vorbereitet. Hallo, Timo. Man hört dich nicht, ich habe Skype aus. Okay, siehst du was? Ja, okay. Du hast geschnarcht wie ein Bär, Razor. Habe ich das? Ich wusste nicht, dass ich schnarche. Warte, du bist noch hier? Das war also kein Traum. Nein, war es nicht. Und ich bin von nun an rund um die Uhr an deiner Seite. Jawohl! Stalker! Hört sich nicht so an, als hätte ich eine Wahl. Oh nein, Katie wollte sich heute mit mir treffen. Gut. Ich denke, es ist wichtig für dich, auch Zeit mit Menschen zu verbringen. Ja, danke, dass du das erkennst. Ach was. Vor allem wo treffen wir uns denn mit Katie? Wir, ja. Du kommst auch mit? Klette. Na gut, wir gehen zum Dreikampfpark. Großartig, dann los. Alles klar. Machen wir. Irgendwie tut er mir leid. Wer? Der Protagonist? Der Protagonist, ja. Beschütze die Siegel. Nächstes Kapitel höchstwahrscheinlich. Da wird Cindy bei. Triff Katie mit 3 Kappa. Oh, lol, da liegt was. Jo, ein Sammelhäppchen. Ah, das ist mein Medaillen. Ah, hier können wir uns jetzt Tristine holen. Dein Pokédex. Richtig. Achso, okay. So, dann schauen wir mal. Gesammelt, Tristine, Rang D. Die ist schon Level 4. Setzen. Und zwar... Der ist halt Level 5, den würde ich Würde ich sie gerne gegen... Ich würde ihn gerne gegen Düsemaus tauschen. Verstehe. Denn Düsemaus ist ebenfalls ein Tank. Aber ich bin dafür, dass wir Düsemaus auch reinpacken. Dass wir quasi so, also wir tauschen Düsemaus gegen Yamsel aus. Denn ich hätte nämlich gerne ein... Weißt du, das hintere Team ist halt ein Team und das vordere. Und dann habe ich halt in beiden Teams einen Tank. Verstehst du? Sehr raffiniert, Timo. Danke. Man nennt mich nicht umsonst den raffinierten Timo. Richtig. Ja, ich denke, das könnte so passen. Ja, nehmen wir so. Mit dem Team könnte man fast schon an der Yokai Pokémon, ich meine an der German Yokai League teilnehmen. An der GYL. Richtig. Okay, perfekt. Dann starten wir mal. Okay, wir können ja einfach schlafen. Ich denke, das ist sowas wie Speichern. Wahrscheinlich, ja. Und ansonsten scheint es hier nicht zu geben. Das hintere Team ist ein Team und das vordere ist ein Team. Ja, genau. Okay, muss ich meine Mutter Bescheid sagen? Ah, du musst die Mutter sprechen. Okay. Du hast Katie versprochen, dich mit ihr zu treffen. Lass sie nicht warten. Oh, Junge. Es ist unhöflich, andere Menschen warten zu lassen. Hoho. Okay. Gut. Ach, by the way, Katie musst du auch sprechen. Hä? Und jetzt? Draußen, Razor? Hä? Was? Ja, ich treffe mich und Katie. Okay, grüß an Katie und pass gut auf, wenn du die Straße überquerst. Weißt du, und mach keinen Ärger und bleib nicht zu lange draußen. Viel Spaß. Verstanden, Mama. Danke. Ja, vor allem, sie sagt gerade noch so, ja, lass ihn nicht warten und dann gehst du raus, um dich mit Katie zu treffen. Ja, nimm Quests von Leuten mit blauer Sprechblase oder gelber Sprechblase entgegen. Es gibt 2 Arten von Quests, Bitten und Gefallen. Erfülle Bitten, wenn
Erfüllte Bitten werden als abgeschlossen angesehen. Die Quest endet dann. Gefallen kannst du mehr als einmal tun. Abgeschlossene Quests bringen dir Items, Geld oder Erfahrungspunkte. Um Details einer Quest zu sehen, geh zu Quest im Hauptmenü. Das sind alles so Sidequests, ne? Ich mag nicht so gerne Sidequests. Ich auch nicht. Okay, der Yokai-Radar hat hier ein bisschen... Bestimmt hinterm Auto, ne? Mal schauen, ja, ob es ein Dösum ist. Oder ein Simpel. Ja, oh, ein Simpel. Nee, nee, brauchen wir nicht. Hey, wegen den Experience und dem Geld, Mann. Oh lol, Experience. Brauchst du Geld? Oh, 1,50 Euro. Oh lol! Oh, Timo, Alter! Na, was geht? Ja, das war nochmal close. Timo, wir sind nicht in GTA, da kannst du nicht das Auto einfach übernehmen. Schade. Okay. Habe ich mir rot gelaufen, kann es sein. Naja. Hä, ist das nicht der Park? Ja, doch. Ah, hier ist sie. Doch, doch, das ist er. Hi, okay, ich gehe dann wieder. Tschüss. Warte, gibt's denn irgendwo eine Nähe? Oh, hier gibt's Yokais. Alter, Timo, du musst überlegen. Hä, lol. Wie viel unter dem Auto? Ja, was ist das? Was ist das hier lang? Hier lang. Was ist das für ein hässliches Teil? Das ist Peppy. Ich wette, du wirst gleich überfahren, Mann. Hier lang, hier lang. Du wirst was von überfahren. Ja, was macht der? Ja, der will mich in seinen Van locken. Ja, in dem Van. Oh, Leute, ist durch das Schild gelaufen. Jo, der ist einfach durchs Schild gelaufen. Ich bin gespannt, was du bekommst. Hä? Oh, lol. Das ist eine Kiste. Jo, Pflaumenreisball. Ja, war auf, oder? Wieso kann ich nicht durchs Schild laufen? Ja, war nice. Sadball. Okay, Jo, dein Auto. Was mit dem Auto ist. Wahrscheinlich ein Simpel. Oder ein... Das ist ein Simpel. Ja, ich glaube, unter Autos sind häufig dieselben, ne? Das ist sehr gut möglich, ja. Das ist sehr gut möglich, ja. Das ist sehr gut möglich, ja. Okay, Oh lol, war das hier ein Baum? Nee, ein Winzicada? Jo, was ist das? Ist es kein Käfer? Sieht da aus wie kein Käfer. Ich weiß nicht, was es ist. Fang's dir. Schnapp's dir. Ich sehe noch, aber also ist ein Baum. War doch ein Yokai irgendwo. Nee, da stand doch nichts, dass man die Aura eines Yokais spürt. Aber der Yokai... Das war wahrscheinlich noch vom Auto. Triff die Markierung. Go, Timo. Ah, easy. Oh, oh lol, nur weil ich das Item benutzt habe. Okay, krass. Schneckenbock, okay. Schade. Oh lol. Ich dachte, das wäre ein Yokai. Glaubst du, ich schaff das? Ja, go, Timo, du schaffst das. Käfersammler, Timo! Oh nein, richtig close. Aber wir haben schon mal einen seltenen Käfer. Ich glaube, ich muss halt nebenbei noch Käfer sammeln, ne? Weil, ich hab ja so rumgeprahlt, so, hey, Käfersammlung. Käfersammler, Timo. Ja. Aber hier ist ein Yokai, oder? Doch, ja. Das ist, glaube ich, auch... Ja. Ein Winzicado? Ich sammle die Winzicado. Es kann nur ein Winzicado geben. Da oben, da oben, Ah, da. Da. Für die Noobs. Was ist das? Hilfe. Ist es ein Winzicado? Das ist ein Winzicado. Oh, lol. Ich will das Winzicado. Ist ein Mega-Winzicado. Nee, ich glaube, es ist ein normales Winzicado. Aber ich hätte gerne noch ein paar Winzicados. Yo, Winzicado, was geht? Okay. Mit einer Miesmücke und einer Ustani. Okay. Wir machen einfach Folgendes. Zack, zack. Oh, Zeichen. Go, Timo. Ich schaff das, Mann. Belief. Los, aufgeladen, yo. Winzicado macht jetzt den übelsten Special Move. Zirkulärschnitt. Yo, der schlitzt einfach alle weg. Der hat einfach Winzicado getötet. Und wird er sich uns anschließen? Ja, ich denke, es ist halt gar nicht so schlecht, ein paar Yokais auch später mehr zu sammeln wegen Infusionen und so, weißt du? Ja, das stimmt. Nee, leider nichts. Schade, kein Winzicado für uns. Oh Leute, liegt eine Truhe. Wie komme ich da ran? Aus der Ruhe. Ah, musst du Hausfriedensbruch machen. Ja, das ist halt live. Ja, alles für die Kisten. Ein Pflaumenreisball. Yo, Pflaumenreisball, nice. Aber hier war eben noch irgendwo eine Aura. Das Yokai-Meter schlägt aus. Hier, ne? Ja. Ja, an dem Baum. Noch ein Winzicado. Oh, da. Oh, Leute, lol, was ist das? Lol. Ah ja, okay, eine Miesmücke, ich habe irgendwas anderes gedacht. Aber kämpfen wir auch mal gegen die? Schauen wir mal.
So, Miesmücke. Klatsch sie weg. Easy. Leute, 2 Cicados? Der Junge ist doch verrückt. Wie willst du gewinnen, Mann? Ganz einfach. Him, Jibanian. Wie in so einem Anime. Tatzen des Zorns. Das ist wie so ein Winzicado und stärker, ne? Ja, irgendwie. Also auf jeden Fall hittet es öfter. Aber Winzicado und Jibanian, das sind schon die MVPs des Todes. Würde ich auch sagen. Und? Gute nee, MVPs. Will sich keiner anschließen, okay. Schade. Keine Winzicados für uns heute. Okay, wir machen jetzt weiter mal mit der Story und gehen mal zu Katie. Ich muss auch vorlesen. Oh, ja. Oh, hallo Razor. Was ist los, Katie? Alles in Ordnung? Nein, ich hatte vorhin diesen dummen Streit. Ich habe meiner Freundin gesagt, was mir in den Sinn kam. Nun ist sie böse. Yo. Ich weiß nicht, was mit dir los war. Ich konnte einfach nicht aufhören. Ja. Hallo Lina. Hallo Lina. Seufz. Nicht seufz. Ich wünschte, ich könnte es zurücknehmen. Alter, was hat die gesagt, Mann? Du stinkst hart nach Erdbeersirup, Alter. Ja, oder du hast noch weniger Relevanz als Pyromanix. Leute, das ist ja schon ziemlich gemein. Okay. Das tut mir leid. Wo ist deine Freundin jetzt? Ich glaube, sie ist noch drüben beim Fluss. Ich sollte mich entschuldigen. Tut mir leid, Razor. Ich weiß, wir hatten Pläne für heute. Oh lol, was haben die denn geplant? Keine Sorge, geh schon. Wir können später noch etwas unternehmen. Wahrscheinlich wollte ich hier zu zweit Käfer sammeln gehen. Oh, Käfer sammeln. Ja. Käfer sammeln. So betrübt zu sein, sieht Katie gar nicht ähnlich. Ich wünschte, ich könnte ihr irgendwie helfen. Für mich hört sich das so an, als hätte ein Yokai seine Finger im Spiel. Du denkst, ein Yokai ist für diesen Streit verantwortlich? Möglicherweise. Man könnte sagen, das ist Yokai-Instinkt. Wenn das stimmt, müssen wir Katie irgendwie helfen. Warum gehen wir nicht zum Fluss und sehen, was wir tun können? Alright. Gute Idee. Gute Idee. Guter Fluss. Wo geht's zum Fluss? Ah, dort vorne. Dann gehen wir da mal hin. Folge den Pfeilen. Folge den Pfeilen. Gehen wir nochmal vorher in den Markt. Oh, lol. Der eine da war besessen von einem Yokai. Yo. Schauen wir mal. Huch, wer war besessen? Das habe ich gar nicht gesehen. Oh, lol. Ich habe solchen Hunger. Ich muss alles essen. Hä? Das ist deine Mitschülerin Tinny. Was stimmt mit ihr nicht? Ich bin auf einmal so hungrig. Also ihre Augen, Mann. Sie starrt in deine Seele. Aber wenn ich zu schnell zu viel esse, tut mein Bauch weh. Was soll ich tun? Kannst du mir helfen? Helfen? Sollst du sie füttern oder was? Keine Ahnung. Danke, ich bin unglaublich hungrig geworden, als ich beim Supermarkt ankam. Das scheint kein normaler Appetit zu sein. Hier geht was anderes vor sich. Hier ist offensichtlich ein Yokai am Werk. Sehen wir uns mal um. Hungrige Tini begonnen. Hä? Ist gerade verschwunden. Gleich hinter dem Auto. Oder im Mülleimer. Jo, da ist was. Oh, eine rosa Münze. Eine rosa Münze. Was auch immer eine rosa Münze macht. Frage ich mich gerade auch.